Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, wir gehen auf die Suche nach instabiler Energie, labiler Energie, wie man es auch immer nimmt, weil davon haben wir zu wenig. Was wir als nächstes unbedingt haben sollten, ist hier Unterhilfsmittel und zwar ein Ressourcenradar. Damit wird das Eiersuchen doch deutlich leichter gemacht. Ostern ist zwar schon vorbei, ansonsten haben wir jetzt korrupte oder komplett unnütze. Weiß gar nicht, wie es hier heißt. Nicht labile Energie. Moment, lasst mich mal was Sinnvolles wählen. Beschädigte Energie heißt es auf Deutsch oder korrupte Energie geht auch. Wir machen hier mal den Limchip. Wenn wir schon können, dann lernen wir es jetzt auch. Vielleicht bringt er uns später was. Ja, ein kleiner Computership wird bestimmt irgendwann gebraucht werden. Ansonsten haben wir hier ein Elektriker-Kit. Dafür braucht man nur stabile Energie. Jetzt haben wir irgendwann den Weg dazu freigeschaltet. Damit können wir zwei Macken von unserem Auto reparieren. Das wäre ja ganz praktisch. Ansonsten fehlt hier Leiterplatte und Limmagnet. Keine Ahnung, wie man die macht. Antenne wird wohl noch nicht besser. Was ist das? Analysemodul. Achso, für die Mackenmaschine, das bringt nicht so viel im Moment. Oh, hier braucht man ganz viele Sumpfeier für. Ansonsten, das ist Benzin. Reifen brauchen wir auch noch nicht. Batterien bräuchten wir. So ein verstärkter Scheinwerfer. Eine Reisebus-Anomalie braucht man da. Okay. Hier abgeschirmter Scheinwerfer. Die könnte man schon mal machen. Und mit der Signalpistole kommt man, glaube ich, da oben. Dann macht man die zuerst, damit der Ressourcenweg frei ist. So. Auch wenn ich die jetzt nicht plane einzusetzen, können wir schon mal mehr machen. Olympiumbrenner können wir auch machen, aber der braucht wahrscheinlich so komische Materialien. Ah, was haben wir hier? Flutlichter für das Dach, natürlich auch nicht schlecht. Hier haben wir abgeschirmte Scheinwerfer, das stimmt. Und da oben so eine Biolaterne wäre natürlich auch praktisch oder so eine Biofackel, aber das sparen wir uns. Vielleicht finden wir noch was anderes. So gepanzerte Platte, dafür bräuchte man labile Energie. Das könnte man machen, aber wir brauchen jetzt die labile Energie für den Ressourcenscanner. Wollen wir mal nichts verschwenden. Hier braucht man stabile Energie für eine abgeschirmte Stoßstange. Dann macht man die doch mal. Bisschen Energie einsetzen schadet nicht. Hui. So, als nächstes Knotenpunkt Restabilisator. 60 Thermosaftkristalle, das wird auch irgendwann nötig, weil wir haben wenig Optionen, wo wir gerade hinfahren. Das heißt, das machen wir vielleicht als nächstes. Labile Energie sparen wir. Beschädigte Energie. Glänzende Bagger-Anomalie braucht man da. Und eine rülpsendes Häschen-Anomalie, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Reifen, wie gesagt, passt. Wir können noch ein seitliches Gestell machen oder noch einen Dachgepäckträger. Ich glaube, noch ein Dachgepäckträger jetzt wäre gut. Ich glaube, der Ressourcenscanner kommt nämlich nachher aufs Dach. So. Der soll da hin und ich würde sagen, jetzt sind wir fahrbereit. Können noch schauen, was wir craften können. Ja, leider noch nicht den AMP-Motor oder Turboleitmotor. Da fehlt halt einiges. Vor allem Gasflaschen wieder. Eieiei. Alles so teuer geworden hier. Die Inflation schlägt hier selbst im Spiel zu. So, Ankerer da habe ich glaube auch mal mitgenommen eins. Impulsamer Hammer. Hat sich wunderbar angehört. Noch paar Sachen, die ich. Na, da passt es nicht wirklich rein. Legt man die mal da rein, obwohl die Lacke kommen ins Lackregal. Dann sind sie gleich sortiert. Und wir haben wunderbaren schwarzen Lack gefunden letztes Mal. Damit wäre mal viel Spaß haben. Ja, nicht jetzt. Da fehlt hier noch eine Tür. Auch hier könnte man eigentlich ein Abdichtkit verwenden. Braucht man, glaube ich, nicht. Ansonsten ist sehr viel gepanzert. Diesmal auch das Heck. Nur noch diese eine Tür ist es nicht und diese Platte hier. Aber das werden wir schon schaffen. So, achso, ich darf noch nicht einsteigen. Ich muss eine Route festlegen. Dann wollen wir das mal als erstes machen. Materialien sind dabei. Hammer ist im Auto. Der reicht hoffentlich. Schauen wir mal an. Ach, ist ja ein ganz frischer. So, dann Route wählen. Wir brauchen auf jeden Fall instabile Energie. Ich würde sagen, wir fahren vielleicht hier über C4 danach, aber das ist auch kein Sumpfgebiet. Das wäre ein Sumpfgebiet. Theoretisch können wir C5 und D2 nehmen. Müsste man mal schauen. Ich glaube, das sind beides Sümpfe. Weiß ich nicht.
Wir probieren es. Gefährlich in der Zone auf jeden Fall. Aber wir brauchen die Energie. So. Normalerweise startet man erst den Motor und legt dann den Gang ein. Mein Auto startet zum Beispiel gar nicht, wenn ich im Automatic Drive bin. Hat davor einen Schalter. Das hat mir zwar auch relativ gut gefallen, aber vor allem für Stau ist so ein Automatik schon echt was Feines. Oder wenn man auf der Fahrt was essen und trinken will. Selbst an Ampeln klappt das wunderbar, weil man die Hand nicht frei haben muss. Also ich bin halbwegs überzeugt. Oh, das ist auch nicht gut da drin. Wir können natürlich über G1 fahren. Aber, schaut euch mal hier. Ich kann leider nicht hinzoomen. Rechts, alles dreht durch. Schneller Sturm. Oh, sehen wir auch, dass hier immer ein schneller Sturm ist. Das heißt, die Zone schließt sich auch schnell. Na, okay. Unser Auto hat eine außergewöhnliche Anfälligkeit. Wäre vielleicht gar nicht so gut. Da können wir hinfahren, aber kommen wahrscheinlich nicht zurück. Gespenstische Dunkelheit und ätzender Regen. Ja, wunderbar. Na gut, wir fahren über E7. Alles dreht durch. Da finden wir vielleicht die Wackelwrack-Anomalie, die wir unbedingt brauchen für bessere Batterien. Keine Ahnung, warum uns das bis jetzt nicht aufgefallen ist. An den Batterien wird es halt irgendwann scheitern, weil selbst die Powerreifen oder so brauchen Energie. Naja, wir fahren mal hier. Ich habe eigentlich ein Ankerradar. Wir fahren mal dahin und dann probieren wir mal den Ankerradar aus. Das Ankerradar. Vielleicht finden wir schönere Knotenpunkte. Oh, müssen wir einfach schauen. So, mir ist das zu dunkel. Scheinwerfer müssen auf jeden Fall an. So, noch sehe ich nicht, was hier alles durchdreht. Und werden wir hoffentlich demnächst mal hier ein wackelndes Auto sehen. Da freue ich mich am meisten drauf. So, wackelt es vor uns? Nein. Okay, da ist tatsächlich schon viel am Durchdrehen. Ich will nicht in die Luft gehoben werden. Vielen Dank. So, Plasma hat man da auch. Wir fahren gerade, glaube ich, über trockenen Staub, nennt man das. Ich hätte es irgendwie anders genannt. Vielleicht die gelbe Seuche oder so. So sieht es zumindest aus. So, wir biegen mal hier ab, machen den direkten Weg. Haben, glaube ich, eh nicht so viel Zeit. Steht ja bei fast allen Gebieten schneller Sturm dran. Das ist sehr unpraktisch für uns. Vor allem, wenn wir Loot aufsammeln wollen. Manchmal leckt mein Gehirn ein bisschen nach, vor allem wenn ich mich hier konzentrieren muss, will, soll, was auch immer. So, in der Hütte ist ein bisschen was drin. Aha. Schöne Geräusche wieder überall. So, Kommode. Ja, die Stofffetzen nehmen wir doch liebend gerne mit. Und hier sind noch zwei Truhen. Zumindest ein bisschen Loot. Sehr schön, weiter geht's. Oh, da hinten kriegt man, glaube ich, Chemikalien. Können wir noch auch einheimsen. Ich weiß nicht, was heute mit meiner Sprache los ist. Die bootet, glaube ich, noch. Oder hibernated, wie man so schön sagt. Weiß nicht, ob das irgendwer so schön sagt. Ah, ich sag's. Na gut. Ankerer da, Hammer da und... Vielleicht hat das was gebracht. Schauen wir mal. So. Guter Loot. Auto steht auch noch. Das ist ja fantastisch. So, da bräuchte ich einen Hammer. Der im Auto liegt, warum auch immer. Habe ich ihn nicht ausgerüstet. Machen ja nur Noobs hier alles gleich ausrüsten. So. Nee, das geht ja, glaube ich, nicht. Nee, scheiße, da brauche ich ein Elektriker-Kit. Das geht nicht. So. Schauen wir mal hier, links, rechts, ja, das kennen wir schon. Und dann haben wir hier vielleicht was. Oh, das sieht doch aus wie ein Auto, das sich bewegt. Nee. Und schließt sich schon die Zone. So schnell ist also ein schneller Sturm. Ja, Gefahr. Ich glaub dran. Na gut, ab zum Auto. Und in die nächste Zone. Ich weiß aber nicht, wie wir zurückkommen ohne Ankerenergie. Obwohl die nächste ist, glaube ich, noch eine, wo der Sturm nicht schnell ist. Da müssen wir unbedingt was sammeln. So, und jetzt geht's eigentlich nur weiter. Und zwar da lang.
Gang einlegen und los geht die Luzi. So, da muss man nicht direkt durchfahren. Oh, da ist wieder ein Entführer. Hi Entführer, bei Entführer. Oh nee, da ist so ein Sägerad. Nein! War da eine... War das Auto jetzt gefährlich oder nicht? Scheiße. Ja, ist ja gut. Hör auf zu hupen. Hör auf zu hupen. Ist doch alles in Ordnung. Ich bin doch da. Wieso haben wir immer noch einen Error? Was ist denn hier los? Hab jetzt auch gar nicht geschaut, ob wir hier irgendwas haben, was das Auto heilt. So. Radio erstmal aus. Muss mich ein bisschen konzentrieren, nicht irgendwo gegen zu rauschen. Und auf umliegende Autos. Die müssen wir jetzt möglichst abscannen. Nein! Ja, ist ja gut. Bleib mal auf der Straße, Kollege. Wieso fahre ich hin? Nee, ich fahre in die richtige Richtung. Da war ich gerade sehr irritiert, in welche Richtung sich denn der blaue Punkt hier bewegt. Ah, da hinten ist ja schon Zonenwechsel. Nee, da sind nur Entführer. Ups. Nein. Nein! Mir hat es auf der anderen Seite besser gefallen. Lass mich los. Gut, aber Auto ist noch im guten Zustand. Da kann man nicht meckern. So, irgendwas ist da wieder an. So Mixer-Blade-Anomalie. Dieses Hamsterrad, das sich da dreht und uns zerhacken will. Da ist auch eins. Ja, dreht ja wirklich ein bisschen was durch hier. Leider die Autos am Straßenrand erstmal nicht. Ich glaube, wir hätten auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber besser so als anders. Wird schon irgendwie klappen. So, dann gehen wir nach G9 und da müssen wir unbedingt Zeug einsammeln, damit wir Portale öffnen können. Sonst sieht es echt mau aus. Und im nächsten Punkt halt die labile Energie endlich für den Ressourcenscanner und dann können wir hoffentlich noch auf einen Knoten mit sumpfigen Aussichten gehen. So, das sieht doch gut aus. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob mein Ader-Scanner, mein Ding-Scanner was gebracht hat. So ein Mist. Haarsträubendes Tempo. Ja, das ist doch egal. Tempo mag ich. Könnte ja so ein Boost-Modul gleich vor uns liegen. Die machen immer Spaß, wenn sie einen nicht auf den Baum draufjagen. Jetzt mit meiner Kamera los. Ah, da ist so ein Ding. Oh, hab's nicht getroffen. Ja, Pech. Mensch, was für ein Wetterchen wir hier haben. So. Wäre die Frage. Hier ist auf jeden Fall ein Truck. Das ist wertvoll. Alles ist wertvoll hier. So. Was haben wir versteckt? Boah, geht. Geht, geht. Nehmen wir alles mit. Und hier müssen wir aufbrechen. Das habe ich doch auf der 5. Schauen wir auch mal, was du hinten drin so hast. Oh, das wirkt ja gar nicht so schlecht. So, dann würde ich sagen, kommt das mal rein. Bisschen Loot ist besser als gar kein Loot. Dann können wir die auch direkt mal einsetzen. Hui, vielleicht bringt ihr was. Kommt erstmal da rein. Nimmt nur Inventarplatz weg. Und ansonsten schauen wir in den Truck. Stahltür, Sommerreifen, alles nicht so wichtig. Brauner Lack. Falls wir es mal eilig haben, weil wir dringend aufs Klo müssen. Ansonsten der Rest. Das ist natürlich Premium, das gefunden zu haben. Die nehmen wir mit. Da kann man billig reparieren mit. So, und den Rest, ja, was soll's. Wenn er passt, nehmen wir es mit. Sind halt Materialien. Die sind mir nicht so wichtig, wenn wir die verlieren. Nehmen wir mal mit. Ja. Und stopfen die auch da rein. Das war einmal das und zweimal die, einmal das. Ne, einmal haben wir noch. Grüner Lack oder Türkis oder was auch immer. So, da ist eine Tankstelle, das ist super, die braucht man. Und hier unten ist der Ding. Der Bums. Alter Schwede. Alter Schwede. Da nehmen wir nachher mal nicht den direkten Weg nach unten. Bevor wir hier drauf gehen.
Helmer uns erstmal wieder hoch. Ich wusste gar nicht, dass mein Fallschaden so extrem ist. Oh, ich regeneriere ein bisschen. Das ist ja super. Ein Glück habe ich genügend Dosenessen dabei. So. Schön halten. Die sind für Zustand 12 gut. Nochmal Zustand 12. Ja. Und jetzt gehen wir hinten rum. Oh oh. Ich glaube, der Sturm kommt direkt auf uns zu. Egal. Das mopsen wir uns noch irgendwie. Ganz schön, ja, ganz schön verregnet heute hier alles. So. Don't mind if I do. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Nein! Au, 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 au. Ich bin ja so geschockt. So, den brauchen wir auf jeden Fall im Auto, wenn es denn noch da steht. Ja, das hält sich wacker und ich würde sagen, wir tanken auch gleich. Besser früher als später, so. Das ist zumindest ein bisschen stabile Energie. Sturm-Epizentrum, okay, nicht direkt über uns. Tankanzeige spinnt trotzdem. Aber tanken werde ich auch. So. Vielleicht mal hier, können wir zumindest nicht nach vorne rollen. Hast du noch was drin? Fackeln. Jede Menge Fackeln. So, Zapfpistole. Ja, das war nicht so wirklich nötig. Mensch, was für Zustände das hier draußen wieder sind. Stahltür, Stahlplatte, braucht man nicht. Davon haben wir echt genug. Und da drin wäre eine Kiste, die ist mir jetzt aber auch erstmal schnurzegal. So, dann fahren wir mal Richtung Wegpunkt. Ich würde sagen, nächste nach rechts, das passt dann schon irgendwie. Und dann geht's ab in die gefährlichen Sumpfzonen. Wo wir nur kurz bleiben können, weil sie es wieder zusammenzieht. Deswegen sind wir da explizit nach labiler Energie am Schauen. Ne, ich wollte doch die nächste rechts, habe ich verpasst. Das ist doof. Mein Auto wird den Weg schon finden. Über Stock und über Stein breche ich mir ein Bein. So. Dann haben wir gleich eine Art von Weg gefunden. So, das Auto sah auch überraschend normal aus. Weiß gar nicht, wie man die erkennt. Die sollten schon heftig wackeln. Naja. Wenn wir sehen, dann sehen wir es. Ganz einfach. Können wir vielleicht auch irgendwann nachscannen. So, Elektrokumpel braucht man nicht. Wir können links natürlich noch einen Abstecher in das Dörfchen machen. Das meinte die Zonenbeschreibung wahrscheinlich mit starker Sturm. Jetzt sehe ich es auch. Ist da hinten ein Truck? Also nicht nur einer mit einer Rampe, sondern einer, der dahinter steht. Nee. Das sieht nicht so aus. Also ein ganz normales Auto. Mit ein paar Ressourcen drin. Nehme ich natürlich gern auch mit. Auto steht noch da. Rollt nur leicht zurück. Das ist ja erlaubt. Oh, da ist eine Reparaturstation fürs Auto gleich in der Nähe. Und der Sturm hat nachgelassen. Das ist ja klasse. So. Jetzt aber bitte einmal komplett reparieren. Ich bringe während dessen die Touristen zum Schweigen. So. Hinfort. Was ist das? Red. Was Red? Wachposten? Ja. Was bist du? Fahrzeug? Lockvogel. Was für ein Lockvogel? Ja, mein Auto ist da oben und ein bisschen am Arsch. Toll, was ist jetzt eine Lockvogel-Anomalie? Und ich hätte gern mein Auto wieder. Muss ich sagen, das finde ich jetzt unsympathisch, dass das ohne mich fährt. Warum eigentlich? Ist da wieder so ein scheiß Häschen oder ein Führer drauf? Naja, wir kommen zumindest... Da ist es doch. Da ist es doch. So.
fahren kann es auch noch. Ich hoffe, wir können es dann noch mal ein bisschen reparieren. Und diesmal bleibt mal drin. Ich hammer schon, oder? Du bist ein Schasses. Wusste ich doch. So. Dann noch mal runter. Noch sind wir hier nicht fertig. Oder sind wir fertig? Nee, Auto heilt noch. Ja, würde sagen, das passt diesmal auch. Und wir looten hier noch. Ja, Glühbirnen her damit. Je mehr, desto besser. Nehme ich auch mit. Auto steht noch da, das ist wunderbar. Diesmal, lass mich nicht alleine diesmal. So, rein mit euch. So, ich glaube, nee, das Abdichtkit braucht man trotzdem. Komischerweise repariert die Station keine schweren Scheibenschläge. Ist wohl nicht so effektiv wie K-Glas. So, dann würde ich sagen, Richtung Wegpunkt. Ja. Wegpunkt ist irgendwie da. Dann wollen wir da mal hin. Vielleicht war das ja die Wackelwrack-Anomalie, aber das war nur Lockvogel stand dran. Bisschen komisch. Obwohl ich nicht gelacht habe, fand ich das sehr komisch. So, da oben ist Rohrpost. Weiß nicht, was da schon wieder am Himmel los ist. Wir fahren, glaube ich, in die richtige Richtung. Das ist die Hauptsache. So, Straße gefunden. Zumindest was Straßenähnliches. Das muss fürs Erste reichen. So, haben wir da noch Loot drin. Nur ein bisschen was. Das glaubt nicht der Rede wert. Dann fahren wir einfach ein bisschen weiter. So, hier haben wir nochmal ein Haus. Dann links so ein Silo. Aber auch hier sehe ich jetzt keine Kisten durch die Wand. Doch, da hinten steht was. Über ein bisschen was. Fernseher haben wir gescannt, das ist klar. Kühlschrank. Da ist aber viel cooles Zeug im Kühlschrank. Ha, cooles Zeug. Versteht ihr? Verzeihung. Ja. Mülleimer. Das war der falsche. Das ist der richtige. Gummiinkchen. Klebeband und Batterien. Genau das, was ich mir gewünscht habe. So, und blauer Lack. Warum denn nicht? So, dann würde ich ganz gern, solange wir die Zeit noch hier nutzen können, mal wirklich sehen, was es mit diesem Scheißteil hier auf sich hat. Soll das mir irgendwas zeigen? Okay, das war vielleicht Gerätverschwendung. Nein, das war auf jeden Fall Gerätverschwendung. Haben nichts aufgespürt, okay. Weiter geht's. Ich glaube, wir haben Platten. Das hört sich nach Platten an. Und das ist generell nicht gut. Das geht so auf die Felge. Müssen wir mit dem Abdichtkit. Gepanzertes Auto hoffentlich. Hat zumindest eine gepanzerte Platte. Das ist ziemlich gut für uns. Die sprengen wir ab. Bereiten wir uns hier noch vor. Also was zum Absprengen haben wir auf jeden Fall dabei. Und Abdichtkit würde ich kurz machen. Können wir nicht? Doch, können wir. Schön auf den Reifen zielen. Habe ich überhaupt einen Reifen dran? Ja. Der ist abgenutzt. Scheiße. Der sieht hier komplett beschissen aus. Den kann ich nicht einfach reparieren. Hast du noch einen Reifen für mich, Kollege? Das ist jetzt ziemlich bitter. Doch, Offroad-Reifen. Nicht werfen, absprengen. Hä? Ist doch ausgerüstet. Ist nicht ausgerüstet. Na gut. Dann kann es auch nicht gehen. So. Das ist doch schön. Offroad-Reifen können wir direkt dran dingeln. Nicht wegrutschen, Auto. Du bleibst schön da, wo du gerade bist. So, Stahlplatte brauche ich nicht. Gepanzerte Platte brauche ich. Die kommt hinten rechts dran. So. Weg mit der Stahlplatte. Die können wir einlagern. Naja, Alarm geht los. Sturmalarm! Ich habe lieber sturmfrei. So. Da braucht man
Ach, ist eigentlich egal, was wir verwenden. Mach mal kurz das. Nicht auf den Reifen, bin ich dämlich. So. Das sieht doch schon wieder frisch wie eh und je aus. Dann legt man den auch zurück. Braucht man bestimmt später. Den gitteligen Reifen nehme ich nicht mehr mit. Die Stahlplatte können wir irgendwie einschmelzen. Warum nicht? Platzhammer. Und noch eine gepanzerte Platte. Können wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Nicht da rein, aber bestimmt hier rein. Gut. Dann geht's mal weiter. Habe ich da reingeschaut in den Kofferraum? Bestimmt. Sehe zumindest nicht, dass wir aktuell reinsehen können. Dann passt ja alles. Und rein zum Wegpunkt. Rauf zum Wegpunkt. Irgendwas mit Wegpunkt. So. Ja, ist er hier schon. Nee, das ist wieder so ein Spike. Die habe ich auf jeden Fall gescannt. Hier ist doch noch ein Truck. Truck, hallo? Vielleicht stehst du da rum? Bin ich blind? Nee, du bist ein anderes Auto. Wieso dachte ich denn, dass du ein Truck bist? Na, du bist nur ein Chassis. Oh, scheiße. Und ich dachte, ich krieg hier nochmal ordentlich Ressourcen. Vorwärts. Mit V kann ich mich ja heilen, kann ja während des Fahrens hier schön meine Dosen fressen. Warum nicht? Und ich würde sagen, da ist Zonenausgang, da können wir ruhig noch hier reinschauen. In der nächsten Zone wird es nämlich nichts mit looten. Da haben die Quietscheentchen dann Ruhe. So. Da ist auch noch ein Auto. Ich glaube zwar nicht, dass es die Anomalie ist, die wir suchen. Ich scanne es trotzdem mal. Kann ich gar nicht. Okay, das... Hä? Doch. Konnte ich scannen, hatte ich aber schon. Ist nur nicht getriggert, warum auch immer. So, die Hammer. Himmel sieht auch wieder einigermaßen normal aus. Na gut. Weiter. Weiter im Text. So. Lampe kann man ausmachen. Spart hoffentlich ein bisschen Batterie. Obwohl, mit der seitlichen Batterie ist gerade echt angenehm. Kann man nicht meckern. So, unbedingt labile Energie. Nicht die korrupte, die wir letztes Mal hatten, sondern labile. Ah, bin ich gespannt, ob das was wird. Weil wir, vielleicht kriegen wir in diesen Zonen, wo es so extrem ist, jetzt gar keine labile Energie her. Das wäre richtig bitter. Und hier wird sich's wieder sehr schnell schließen. Deswegen da ein Wegpunkt und dann geht's schon weiter. Wow, und hier in den extremen Zonen ist es echt praktisch nur dunkel. Finde ich auch sehr unsympathisch, muss ich sagen. Da sehe ich so wenig. Na, Wegpunkt ist gesetzt, das wird schon. Wird schon irgendwie. Oh, Herr Jemini. Das fängt schon mal nicht gut an hier in der Zone. Das Auto sieht seltsam aus. Und das giftet auch so. Was bist denn du? Salamandergrotte? Da brauchen wir auf jeden Fall einen Staubsauger. Ja, Sumpfeier. Nein. Die Scheißteile, die man nicht los wird. Und noch ein Entführer. Mist. Komm schon. Scheiße. Bettelt euch mal selber. Das ist echt Mist. Nein! Komm, schnell rein. Ben ist noch drin. Oh nee, ich hasse doch Entführer. Ich hasse Entführer. So, in der Hoffnung, dass da was Sinnvolles drin ist für uns. Beziehungsweise nicht was Sinnvolles, sondern schöne, instabile Energie. Nee. Nee, hör mal auf hier.
Wieder nicht mal was drin zum Looten, so großartig. Ach komm. Ich muss wieder den Gang einlegen, sonst wird das hier nichts. Na, ja, das sieht wieder korrupt aus. Das ist scheiße. Also, im Prinzip ist es gut, aber wir wollten doch labile Energie. So. Was ist da hinten? Ach, nur so ein roter Ball, das bringt nichts. Einmal Tür auf. Nee, instabil. Instabiler Anker. Wunderbar. Und so ein schöner großer auch noch. Da brauchen wir aber noch einen. Und die Zone fängt schon an, sich zu schließen. Das heißt, wir müssen weiter. Dann setzt man den Wegpunkt mal richtig. Oh, das braucht man hier. Da gibt es Thermosaftkristalle. Wir haben ein bisschen Zeit. Nicht so viel. Nein, das war... Nein, das war das Falsche. Fuck. Und die kann man nicht ernten. Nee. Das sind nur gigantische Kugeln. Mist. Ja, du mit deiner schönen Falle. Ich bin begeistert. So. Ja, ja. Sing mal nicht über den Zug. Wir müssen links noch... Was lacht da immer so gruselig? Ich glaube, das sind diese Schleimbeutel. So, links ist noch irgendwo instabile Energie. Ja. Scheiß Baumstämme. Sieht man ja hier echt nichts. So, irgendwie geradeaus drauf zuhalten. Dann sollte man zu dem Anker kommen, den wir noch brauchen. Sonst haben wir echt zu wenig. Ich dachte, da waren Thermosaftkristalle drin in diesen Teilen. Die greifen mich ja nur an. Das ist ja dämlich. So, da hinten ist der Anker. Ein schöner, hoffentlich nicht korrupter Anker. Und dann geht's raus hier. Oh, wo bin ich schon wieder drauf? So. Und zum Wegpunkt. Ja. Wird schon passen. Sumpfeier, Sumpfeier, Sumpfeier. So viele Sumpfeier. So, Staubsauger, Staubsauger, Staubsauger. Kommt her, meine schönen Eierchen. Das lohnt sich aber heute für euch. Beziehungsweise für mich. So. Da schwebt noch was in der Luft. Das ist auch ziemlich anormal, würde ich sagen. Das ist in dem Gebäude oben drin. Na gut. Hier sieht man einfach so scheiße. Ah, verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht sofort erkannt habe, dass da noch ein Stockwerk drauf ist. So, dann ab in die nächste Zone, die auch nicht länger offen bleiben wird. Aber wir haben viel Energie dabei. Das freut mich. Baumstamm ausweichen freut mich immer nicht. Also wenn es klappt, ja, aber dass man es überhaupt muss. Ich dachte, hier hätte ich eine Straße. Ja, halbwegs. Feldweg. Und der muss ich jetzt einfach folgen. Was war hier links? Wollt ihr das Leuchten sehen? Verlassener Squire U mit Panzerplatten. Mit so vielen schönen Panzerplatten. Die sprengen wir ab. Stahlplatte hinten. Also die gepanzerten Türen, wenn man die repariert bekommt, ist das Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, die will ich einfach fallen lassen. Fallen lassen braucht man nicht. Das braucht man. Stahlplatte ist egal. Wir wollen nur die gepanzerten. So, rein mit dir. Und du bist auch noch gepanzert. Rein mit dir. Noch was Gepanzertes? Ich glaube nicht. Doch. Gepanzerte Tür. Hoffentlich geht die noch irgendwie... Ja, geht. Rein ohne zu fragen.
Und ihr dann nicht mehr? Nee. Obwohl, ich habe noch seitlichen Stauraum. So viel Zeit ist. Auf der anderen Seite ist das gleiche Spiel. Nee, da habe ich schon eine gepanzerte Platte drin. Und die Stahlplatte passt da echt nicht. Das kann doch gar nicht sein. Wenn man es alles schön ordnet, passt es auch rein. So, weiter geht's. Ne? Das war aber komisch zum Einsteigen. So, Wegpunkt haben wir bald erreicht. Das sind... Ach, die Entführer lachen so dämlich. Oder die anderen Saugnapfteile, die ich jetzt nicht bräuchte. Ich habe oben auch schönes Zeug drin. Sieht man ja fast die Straße nicht mehr. Naja, wir werden es trotzdem finden. Zum Glück gibt es Wegpunkte. Sonst wäre ich komplett lost. Ich habe die Serie zwar seit Jahren nicht gesehen, aber wäre trotzdem lost. Da war es auch so creepy. So. Trotzdem sagen, wir tanken vielleicht mal nach. Wir können auch einfach hier... Sackgasse, keine Einfahrt. Okay, dann müssen wir zu unserem eingegebenen Ziel. Hilft ja alles nichts. So, als erstes würde ich jetzt kurz voll tanken. Sonst laufen wir wieder in Probleme, wenn wir dann ein Portal geöffnet haben. Das Schöne ist, ich glaube, wir haben mehr als genug Energie für den Ressourcenscanner. Okay, Tür bleibt offen, das kann sie auch. Gesundheit muss ein bisschen nach oben. Das wird jetzt ein bisschen gefährlicher, die Zone. So, oh, so viele Sumpfeier schon bekommen. So, die tue ich da rein. Muss ich fressen. Muss nicht schmecken, muss wirken. So, und das wirkt auch annähernd. So, ich habe irgendwas gelabert, was ich machen wollte. Tanken. Da ist er ja. Ja, das lohnt sich. Komm schon. Mit Druck rein. Kann doch nicht immer so lang dauern. Ha, okay, mehr geht nicht. Wir haben noch einen Benzinkanister bei uns, also so schlimm ist es jetzt noch nicht. So, Konserve, Fressmann. Nein, ich wollte die Tür zumachen. Schließt nicht mehr, warum denn das? Hä? Ach, die will einfach nicht mehr schließen. Aber schade für mich. Wirklich schade für mich. Sackgasse, keine Einfahrt. Hier ist doch noch ein schönes Energiebündelchen. Wollen wir dann mitten durch den Sturm? Ich glaube, die Antwort kennen wir alle. Nein, aber wir machen es trotzdem. Sieht doch noch gar nicht so wild aus. Was ist mein Wegpunkt überhaupt? Wieso sehe ich meinen Wegpunkt nicht? Ja, Wegpunkt. Besser sehen als nicht sehen. Ätzendes Gewitter, das muss ich scannen, da muss ich ja aussteigen. Oder auch nicht. Schlechte Idee. Ja, das nenne ich ätzendes Gewitter, wenn es so runterprasselt. So, dann nehmen wir ein bisschen direkteren Weg. Weichen der Säure aus. Mag mein Auto anscheinend gar nicht. Kann man die großen Kugeln einfach umfahren und kriegen Ressourcen? Nein. Aber wir haben hier Sumpfeier. Naja. Warum nicht? Warum denn nicht? So. Wieder rein mit uns. Hey, die Tür schließt. Ich fress noch eine Konserve. Nein! Verhalte dich doch nicht so, Auto. So, keine Konserven mehr im Inventar. Das finde ich persönlich schade. Boah. Na, ich habe eine Straße gefunden. Es ist ein Wunder. Und das ist sogar eine Straße, die man entlangfahren kann. Ja, das macht Sinn, oder? Ich meine Straße, die zu unserem Wegpunkt so annähernd führen zu scheint. Ja. Bis jetzt sieht es ganz okay aus.
Ein bisschen Platzregen kennt man doch. Das haben wir auch in Deutschland auch oft. Ja. Solange es dem Auto gut geht, geht's mir gut. Wenn es dem Auto nicht gut geht, geht's uns beiden nicht gut. Das macht Sinn, oder? Oh, scheiße. Ist das jetzt auch noch oben? Dann hätte ich... Und die Zone schließt sich. Nein! Fuck, ey! Haben wir irgendwie ein Portal in der Nähe? Ja, hätten wir. Wir sind so kurz davor. Ach, ist doch nicht oben. Komm schon. Das will ich jetzt noch. Scheiße. Das ist scheiße. Wir müssen raus. Wir sind so kurz davor und dann haben wir Portale nicht in der Nähe. Oh oh. Ich glaube, ich habe hier noch. Solange wir fahren können, ist alles gut. Ah, wir sind raus aus dem Gewitter. Raus aus dem Gewitter. Das ist erstens gut. Zweitens, wenn sie die Zone jetzt verdünnisiert, nicht gut. Da hinten ist der Anker. Scheiße, und mir geht's nicht gut. Müssen wir uns erstmal kurz flicken. Scheiße. Die kommen mit. Eine esse ich schnell. So, und jetzt reparieren, was das Zeug hält. Komm schon. Es muss jetzt klappen. Ja, der Schweißbrenner macht vielleicht komplett den Geist. Wir brauchen auch nicht so viel, aber wir brauchen ein bisschen was. So. Ja, Stoß. In der Hoffnung, dass wir mehr aushalten im Auto. Fuck. So, das war der zweite. Und jetzt raus hier. Einfach raus hier. So, ich fress Konserven wie blöd. Da sind Sumpfeier, dafür halte ich nicht nochmal an. So, Portale. Scheiße. Also das läuft gar nicht gut. Wir visieren mal das da an. Wo ist mein Wegpunkt? Wir müssen näher hin. Wenn ich es hier aufmache, haben wir keine Chance. Und so viel Sumpfeier sind da. Scheiße. Die sollten wir einsammeln. Die sollten wir... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, aber wir müssen es. Scheiße. Komm schon. So, raus hier. Ah, ganz hurtig. Autotür ist weg. Autotür ist weg, das ist nicht gut. Hier wären auch mehr Autos. Wir müssen hier hin. Scheiße. Komm hoch. Sobald wir oben sind, können wir das Portal öffnen. Kein Problem. So, jetzt müssen wir alle Konserven fressen, die wir dabei haben. Das kann doch nicht so ein irrer Berg jetzt sein. Was ist das für eine nervige Zone? Naja, ich war auch zu lootgeil. Komm schon. Einfach irgendwie noch rausschaffen. Dann war das bis jetzt das mitunter gefährlichste Abenteuer, was wir hatten. So, hier ist die Straße. Zumindest eine Straße. Wie gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen fahren, bevor das Portal dann zu nah wird. Aktivieren wir es natürlich. Shit. Das ist wieder Shit.
wenn wir ein Auge darauf haben, weil irgendwann müssen wir es jetzt aktivieren. Das ist halt noch so weit entfernt gefühlt. Okay, hilft nichts, ich mach's an. Ist jetzt einfach noch Luftlinie geradeaus. Get to the finish line. And quick. Ja, was denkst du, was ich hier mache? Scheiße, von rechts. Alter, war das knapp. Sollte ich anhalten und scannen? Och, da muss ich... Wieso bin ich den ganzen Berg raufgekraxelt? Schon. Zumindest geht's schnell runter. Oh, nicht umdrehen. Umdrehen wäre jetzt schlecht. Friss die Konserve, Mann. Glaub, wir schaffen es aber noch. Obwohl ich denke, dass es knapp wird. Sieht man jetzt auch gar nicht mehr, wo es ist. Ich bin froh, dass wir einen Wegpunkt haben. Da ist es. Und da ist ein Stein. Na gut, aber ich denke, wir schaffen es raus. Und Mensch, war das eine Tour. Wir haben genügend labile Energie und Sumpfeier, glaube ich auch. Boah. Aber auf die letzte Konserve sind wir da rausgekommen. Das war eine unschöne Zone. Das hat mir nicht so viel Freude bereitet. Und schaut mal, wie kacke das Auto ist. Wir haben eine Tür verloren. Alright, Driver, stop showing off before you get yourself killed. Ja, ja, ja. Boah. Das war schwierig. Erstmal hochheilen. Alter, ist das am Arsch. Was mich das wieder an Reparatur kostet. So, gleich mal die gepanzerte Tür ranmachen. Nicht, dass wir die vergessen. Dann können wir später das auch schauen. So, einmal Lademaschine. So, was brauche ich nochmal für diesen Lim-Ding? Nicht Lim-Chip, Lim-Shield. Thermosaftkristalle braucht man dafür. Da fehlen uns 27 Stück, aber die kriegt man auch. Und zwar können wir jetzt hoffentlich... Ja, wir haben 5,9 instabile Energie. Ressourcenradar. Ja, damit. So. Frage, ist das ein Werkzeug oder was fürs Dach? Ressourcenradar. Leiterplatte kann ich herstellen. Okay. Und muss das jetzt aufs Dach? Ja. Wunderbar. Dann können wir nach Thermokristallen beim nächsten Mal suchen. Ich würde das Auto wieder reparieren. Oh, wir hatten ganz wenig Sprit. Und dann würde ich sagen, war's das schon für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.